Look at how far we've traveled. Look at how much we've done. Truth is, one person can matter. Just look what ideas can become. Hallo, ich bin Dominique von Mehrstempel. Ja, und ich freue mich total, denn ich kann dir heute das Komplettset Mein Anker auch mal zeigen. Darauf habe ich nämlich die ganze Zeit schon gewartet. Ja, und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es für dich auch interessant, mal zu sehen, was in so einem Komplettset denn enthalten ist. Denn seit dem 1. Juni bietet Stamping Up jetzt insgesamt 10 Sets zurzeit an. 6 Stück mit Stempelsets und 4 ohne Stempelsets. Und ich muss sagen, ich bin total begeistert und finde es total klasse. Ja, gerade für uns Sammler auf jeden Fall, denn das sind ja immer exklusive Sets. Also die gibt es auch nur jetzt, solange der Vorrat reicht. Und die werden dann auch nicht mehr nachproduziert. Das Tolle ist aber, es werden auf jeden Fall im Laufe der Zeit immer mal wieder neue dazukommen. Neue Sets. Und was ich auf jeden Fall auch klasse finde, gerade jetzt für Bastelanfänger, dass wirklich alles einmal komplett in so einer Box enthalten ist, einfach um es mal auszuprobieren, wenn man dann gerne mal was basteln möchte, ob das was für einen ist. Oder ich finde auch perfekt zum Verschenken, denn die Sets sind auch, finde ich, ziemlich kostengünstig auf jeden Fall. So ein Komplettset zum Beispiel mit Stempelset bekommst du schon für 23 Euro. Und ohne Stempelset gibt es die sogar schon für 14,50 Euro. Also ich finde es auf jeden Fall total klasse. Aber ich werde dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So, und zwar kommt das nämlich in so einer Box. So, wundere dich nicht, ich hatte eben schon eine Aufnahme versucht zu starten. Leider hat das nicht aufgenommen, deswegen normalerweise ist es hier noch verschweißt, dass auch nichts verrutschen kann. Deswegen nehme ich das für dich jetzt noch mal einmal neu auf. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt zum Beispiel das Stempelset, was dabei ist. Finde ich mich auch total schön. Maritim ist ja sowieso meins. Ja, und ich finde gerade so diese kleinen Motive total niedlich. Darauf freue ich mich auch schon, mit denen auch noch zu arbeiten. Und ich würde sagen, wir packen das einfach mal einmal aus. Hier hast du auf jeden Fall dann noch Deko-Elemente dabei. Dann hast du ein kleines Stempelkissen. Hier hast du auch einen Acrylblock noch dabei. Das finde ich nämlich richtig super, gerade zum Ausprobieren. Und hier haben wir noch einmal 3D-Klebepunkte. Dann haben wir hier die kleinen Mini-Umschläge. Und das sind jetzt hier die Karten. Ich glaube, das sind insgesamt, waren das 10 Stück. Also von jedem sind immer 2 dabei. Und die sind auch schon vorgefalzt. Das heißt, du kannst die hier, in der Mitte brauchst du sie einfach nur einmal noch zusammenklappen. Ich gucke gerade mal. Ja, das finde ich auch total niedlich mit den Herzen. Und das Schöne ist, du kannst das nachher auch wunderbar, selbst wenn du das nachher verwendet hast, wunderbar dir auch selber stempeln. Hier sind ja auch diese kleinen Motive auch noch drauf, dass du das einfach nochmal dann nacharbeiten kannst. Genau, hier sind die kleinen Anker. Oh ja, das fand ich nämlich auch ganz hübsch hier. Und das sind dann immer 2. Dann finde ich das auch klasse. Hier sind noch 4 so eine kleinen Boxen dabei. Das werde ich dir gleich nochmal zeigen. Also die kann man auch super schnell zusammenbauen. Ja, so, ich sag mal, so eine kleine Leckerei-Schachtel oder so als kleines Mitbringsel. Finde ich auch total klasse. Ich gucke gerade mal, dass wir das hier mal alles ein bisschen unterbekommen. So, und dann haben wir hier auf jeden Fall, achso, erstmal die kleinen Klebepunkte. Die hast du auch dabei. Also du brauchst im Prinzip, ich meine eigentlich nur noch eine Schere. Genau, eine Schere brauchst du. Und ansonsten, ist alles dabei. Genau. Und hier hast du dann noch vorgefertigte, hier sind sogar 2 Stück. Vorgefertigte Stanzteile. Also die brauchst du dir da einfach nur aus dem Papier einmal rausdrücken und kannst sie dann so gesehen direkt einmal aufkleben. Oh, die finde ich auch total schön. Das ist alles jetzt hier in Weiß und Gold gehalten. Auch die kleinen Herzen finde ich total süß. Und hier kannst du dir die auch eben einfach nur einmal rausdrücken und die sind dann zum Bestempeln nachher auch da. Und was ich richtig klasse finde, gerade wenn du jetzt ganz, ganz frisch dabei bist als Stempelneuling, dann ist hier auf jeden Fall eine Anleitung dabei, eine Bastelanleitung, was ich total toll finde. Hier kannst du nochmal die ganzen Projekte einmal in der Übersicht sehen. Also so
könnte das nachher aussehen, wenn du das direkt nach der Anleitung machst. Man kann natürlich auch andere Konstellationen nochmal ausprobieren. Also das wären jetzt hier die Konstellationen auf jeden Fall, die du dann so direkt einmal nachbasteln kannst. Und das Tolle ist, du hast hier Schritt für jede dieser Karten oder jeder dieser Projekte eine Anleitung, also wirklich Schritt für Schritt ist hier alles einmal erklärt, wie du das zusammenbauen kannst. Finde ich total toll. Ja, hier sind noch die nächsten Karten. Also so, dass du es auf jeden Fall auch ja, schaffen kannst, gerade jetzt so als Neuling. Und das Tolle ist, hier an der Seite, das hatte ich jetzt gerade noch gesehen, ist hier sogar noch eine Einteilung drin, dass du das nochmal einmal messen kannst. Hier ist die Zentimeter-Einteilung und hier wäre Inch. Und hier hast du dann auch noch die Anleitung noch für die Boxen, für die Kisten, die du jetzt hier einmal zusammenbauen kannst. Und siehst hier auch immer, was du für was benötigst, also für welches Projekt. Finde ich total toll, dass du dir das eben auch einmal zusammenlegen kannst. Genau, ja, das ist im Prinzip, hier ist es auch nochmal aufgelistet, was dir alles dabei ist. Also ich muss sagen, ich bin total begeistert und freue mich sowieso über das maritime Set. Ja, und das Ganze, ja, hatte ich glaube ich schon gesagt, ist so lange der Vorrat reicht, auf jeden Fall erhältlich. Also falls du dir da was zulegen möchtest, warte am besten nicht zu lange. Da kannst du auch super gerne was bei mir mitbestellen. Ich werde mich jetzt die nächsten Tage mal ransetzen und die Projekte einmal zusammenstellen. Und falls du mir auf den Social-Media-Kanälen folgst, dann wirst du auf jeden Fall auch nochmal die fertig gebastelten Projekte sehen. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!